Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskope anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Eliada, ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Das zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Das ist wie ein Momentaufnahme und das ist dein Seelenplan. Es ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Die Lebensbereiche, wo Energie fließt, das sind die wichtigsten Lebensbereiche in dein Leben. Das ist deine Persönlichkeit, das ist das Schule des Lebens, das Lernen oder dich behaupten. Dann sind die Kinder, deine schöpferische Kraft und deine Kreativität, das Leben zu genießen. Dann ist wichtig Arbeit, Gesundheit. Wichtig ist Partnerschaft, Reise, Spiritualität, Freundschaften oder deine Wünsche leben und die Geheimnisse, die tiefe Geheimnisse des Lebens zu verstehen. Wie ich schon sagte, in diesem Bild ändert sich nichts. Du änderst dich aber und machst Lebensschritte in 7 Jahren Perioden. Alle 7 Jahren haben wir anderen Themen, was wichtig sind oder anderen Einflüsse von außen. Du befindest dich dieses Jahr und nächstes Jahr noch im Steinbock-Periode. Das heißt, du lernst Ziele setzen, Geduld und Ausdauer haben, deine Ziele zu erreichen, damit etwas in Form kommt. Dann übergehst im Wassermann-Zeitalter, dann kommt die Luftelement, mehr Leichtigkeit in dein Leben. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Diese Bewegung, was man Transit nennt, löst immer etwas aus im Geburtshoroskop. Und genau das schauen wir an bei diesem Jahreshoroskop. Und ich starte Mai 2019 mit Pluto. Pluto ist der letzte Planet in unserem Sonnensystem. Pluto ist gerade rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet, das bremst noch etwas. Oder bedeutet Vergangenheit und Erinnerungen. Pluto bewegt sich im Schütze. Aktiviert bei dir Themen, was mit deinem Alltag was zu tun hat und deine Arbeit. Dann kommt noch die Schütze-Energie dazu, die Orientierung, eventuell Verbindung zum Ausland. Neptun lässt die Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben das. Sonst wird das ein Albtraum, wenn wir das alles aufgeben, dann haben wir kein erfülltes Leben. Neptun lässt uns auch inspirieren, ist auch der Planet der Künstler. Und Neptun bewegt sich in Wassermann. Und das ist gerade dein Ideenreichtum. Und das sollst du ausmalen, lebendig machen, deine Fantasie. Aber das auch umsetzen im Tat, dass das nicht ein Traum bleibt, sondern hier lernst du deine Ideen auch verwirklichen. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, bewegt sich im Widder,
nach indischen Berechnung noch einigen Jahren hier und in kommenden Jahren kommen bei dir berufliche Veränderungen. Saturn bringt etwas in Form, sorgt dafür, dass wir Sicherheit und Stabilität bekommen. Aber wir lernen auch vieles bei diesem Saturn-Einfluss. Saturn ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun, löst auch karmische Themen aus. Saturn bewegt sich im Schütze. Und hier kommt bei dir etwas in Form und das trifft deine berufliche Situation. Die beiden Mondknoten, Ketu und Rahu, bewegt sich auch. Ketu, diese absteigende Mondknoten, und das hat auch mit Vergangenheit was zu tun und aktiviert karmische Themen. All das, was du in früheren Leben erlebt hast, diese Erinnerungen, eventuell Begegnungen mit anderen Seelen, diese Ketu bewegt sich im Schütze. Ich nehme das mal hier weg von Geburtshoroskop und ich setze im Schütze. Ketu bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch hier im Schütze. Und Rahu, dieser Drachenkopf, bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr immer noch in Zwillingen. Und das ist die Zeitqualität, das, was deine Seele braucht, diese Lebenserfahrungen. Hier kommen die Erinnerungen und das hat mit deiner Arbeit was zu tun. Und eine neue Richtung ist sehr geheimnisvoll. Und ein Forschungsgebiet in die Tiefe schauen, die Geheimnisse des Lebens zu erkennen. Jupiter vergrößert etwas. Jupiter ist momentan rückläufig und das zeigt auch die Zeitqualität. Es ist noch nicht der richtige Moment, etwas vermehren oder vergrößern. Jupiter hat auch mit Gerechtigkeit was zu tun, oft mit rechtlichen Lage. Diese Rückläufigkeit kann auch karmischen Themen sein oder Themen von Vergangenheit. Im Allgemeinen gilt Jupiter als die große Glücksplanet und bringt Glück in unserem Leben. Jupiter bewegt sich hier in Skorpion. Weil Jupiter vergrößert etwas und hier im Bereich des Kindes kann auch Schwangerschaft auslösen. Oder Glück, weil du kannst diese Lebensfreude leben oder lebst deine Kreativität. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Und das haben wir Frauen auch. Mit dieser Mars-Energie können wir uns auch wehren. Mars ist männlich und zeigt auch der Mann. Im Geburtshoroskop ist es mal grundsätzlich der Partner oder Wunschpartner. Aber bei dieser Transitbewegung kann das auch eine andere männliche Person sein. Ein netter Nachbar, ein Kollege, ein Beamter. Also ein Einfluss von außen. Von einem bestimmten Mann oder mehreren Männern kann auch bedeuten. Kontakte einmal mit dem Nachbar und dann auch mit einem Beamten. Also das muss nicht ein bestimmter Mann sein, sondern dieser Einfluss von außen. Mars bewegt sich im Stier und das bedeutet Begegnung in Freundeskreis oder Begegnung mit einer männlichen Person in einer Gruppe oder einem Verein. Kann auch bedeuten, dass du deine Wünsche hast und das ist dieser bestimmte Mann. Venus ist die Liebesplanet, also aktiviert Liebe, Thema Liebe, aber alles, was wir lieben, mit Venus Einfluss verschönern wir etwas oder bringen wir etwas in Harmonie. Venus ist weiblich, mit dieser Venus-Energie leben wir unsere Weiblichkeit. Im Geburtshoroskop zeigt deine Weiblichkeit, bei dieser Bewegung, bei diesem Transit, kann auch eine andere Frau sein.
dass du Kontakt hast oder Verbindung oder diese Frau hat einen Einfluss auf dein Leben. Venus bewegt sich im Fischen und das kann bedeuten Liebe im Ausland oder Kontakte von Ausland, aber handelt sich um die Liebe. Kann auch bedeuten, dass eine weibliche Person meldet sich von Ausland. Möglich ist es auch, dass du im spirituellen Weg bist und lebst die Kreativität und hast Kontakte mit anderen Frauen. Merkur ist auch hier und das bedeutet auch Kontakte, Gespräche oder etwas Neues lernen kann auch Bildung bedeuten. Sonne zeigt die Monatsthema. Anfang ist noch im Widder, dann Mitte des Monats übergeht im Stier. Aber hier hast du jetzt die Monatsthema, ein Neuanfang oder die Richtung deiner Berufung oder Ziele erreichen oder dass du Anerkennung bekommst. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Halbmond ist Spannung, Unsicherheit, Nervosität. Hier im Krebs kann bedeuten, dass du fühlst dich unsicher oder jemand nervt dich, also Spannung in deiner Umgebung. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Vollmond beleuchtet etwas ganz und voll und dann sollen wir da auch hinschauen. Das sind die Waage-Themen wie inneren Gleichgewicht, Gerechtigkeit, Partnerschaft, Harmonie und Kreativität und wirkt hier in deine Wohnsituation. Das kann auch die Blickwinkel sein. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Diese Spannung ist in Partnerschaft oder du vertraust es nicht, du zweifelst daran, kann das auch bedeuten. Juni Venus ist im Widder. Das kann bedeuten, dass dein Wunsch ist Liebe, Partnerschaft und das ist dein Ziel. Kann auch bedeuten, dass eine weibliche Person hat einen Einfluss auf deine berufliche Situation. Oder du bringst etwas in Öffentlichkeit und da bekommst du Anerkennung oder bist du als Frau wahrgenommen und bekommst Komplimente. Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema ist Freundschaften oder deine Wünsche. Und kommt noch die Merkur-Energie dazu, das sind Kontakte, Gespräche oder du lernst mit deinen Wünschen umgehen. Mars setzt etwas in Bewegung, das ist die Kraft, aber es ist im 12. Lebensbereich, hier in den Zwillingen, das ist mehr die Rückzug. Das kann bedeuten, dass du kraftlos fühlst und sollst du zurückhaltend sein, die Ruhe bewahren. Im Ruhe liegt die Kraft. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person gerade im Rückzug ist. Möglich ist es auch, dass du geheime Feinde hast. Das gehört auch zum 12. Lebensbereich und mit dieser Mars-Energie musst du dich dann wehren. Hier sind auch die Geheimnisse. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person erzählt seine Geheimnisse. Rückläufigkeit bedeutet, dass es etwas gebremst ist. Hat auch einen Sinn, weil dann sollen wir nicht stürmisch voran, sondern langsam oder etwas noch überprüfen. Kann auch bedeuten, dass das nicht der richtige Zeitpunkt oder wir sollen warten, weil kommt was Besseres. Oft hat das mit Vergangenheit was zu tun. Ab 22. Juni ist Neptun rückläufig. Hier. Und das kann bedeuten, dass du Einflüsse hast von außen. Neptun kann auch ein bisschen trügerisch wirken, weil das hat mit Fantasie, mit Träumen was zu tun. Und oft ist der Einfluss von außen und erzählen etwas märchenhaft. Und man neigt dazu, daran zum Glauben. Und hier handelt es sich auch um Finanzen und das Überprüfen.
nachdenklich zu sein, stimmt das nicht, soll ich das investieren, das Geld, oder kann auch eine erbschaftliche Situation sein. Wenn das um die Kreativität geht, die Träume zum Verwirklichen, dann hat das mit Erinnerungen was zu tun, oder das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, das im Tat umsetzen. 3. Juni ist Neumond im Stier. Hier. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Ziehe dich zurück von Freundeskreis oder sei nachdenklich, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen. Oder meditiere über deine Wünsche, Sehnsüchte. 10. Juni ist Halbmond im Löwe, das ist Spannung. Hier handelt es sich um Finanzen, auch in diesem Tag nichts kaufen, nichts investieren, auch nichts unterschreiben, was mit Geld zu tun hat. Oh, jetzt schaltet die Bewässerung ein, das ist die Hintergrundgeräusche. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion, Thema Kinder, inneren Kind, das wird beleuchtet, oder deine schöpferische Energie, deine Lebensfreude. 25. Juni ist Halbmond in Fischen, das ist Spannung, entweder auf deiner Reise oder du zweifelst an deinen Glaubenssätzen. Juni passiert etwas sehr Wichtiges. Ketu symbolisiert die alten karmischen Erinnerungen. Pluto ist rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Saturn ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Außerdem Saturn ist der Hüter der Karma. Sie bilden sich eine sogenannte Konjunktion, das heißt, sie wirken zusammen. Ich könnte das auch so beschreiben, dass Pluto und Saturn befindet sich exakt in diesem Knotenpunkt. Und aktiviert Vergangenheit, aktiviert karmische Themen und sie wirken zusammen. Und das hat alles mit Karma was zu tun, also aktiviert etwas. Und das sind die Schützenthemen wie Reisen, Ausland, Bewegung, Zielsetzung und dein Alltag, deine Arbeit. Juli Mars und Merkur ist im Krebs und das kann bedeuten, dass du viele Gespräche hast, du hast auch die Kraft, anderen zu überzeugen oder hast mit einer männlichen Person ein wichtiges Gespräch und das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit oder dein persönliches Leben. Sonne und Venus ist in Zwillingen. Im 12. Lebensbereich sind die Geheimnisse. Das kann mit Venus-Energie eine geheime Liebe sein. Aber dann erzähle das nicht, weil die Sonne zeigt die Öffentlichkeit, also das wird dann weitererzählt. Kann auch bedeuten, dass eine weibliche Person erzählt ihre Geheimnisse. Und dann öffnet sich bei dir die Augen. Sonne hat mit Augen auch was zu tun. Du bekommst Erkenntnisse. Kann auch bedeuten, dass du geheime Feinde hast. Und das ist eine weibliche Person. Und das kommt ins Licht. Du erfährst die Wahrheit. 8. Juli wird Merkur rückläufig. Dieser rückläufige Merkur bedeutet, entweder meldet sich jemand von Vergangenheit und bekommst du eine Nachricht. Oder du sprichst etwas an und das hat mit der Vergangenheit was zu tun. Oder du möchtest etwas, du möchtest handeln oder brauchst Termine oder Verträge und das ist alles noch so zäh. Es geht alles so langsam voran. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen und dieser Neumond bedeutet Rückzug. Und hier ist auch Rückzug, die 12. Lebensbereich ist auch Rückzug. Also in dem Tag ist wichtig, zurückhaltend sein, wichtig ist dieser Rückzug und Nachdenklichkeit. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. Hier ist die Spannung, entweder mit Verwandten oder Nachbarn oder in einer Schulung, Bildung.
kann auch im Internet sein oder Nachrichteninformationen. Das bringt dich aus dem Gleichgewicht. 16. Juli ist Vollmond und Mondfinsternis im Schütze. Hat auch karmischen Themen. Mondfinsternisse haben immer mit karmischen Themen was zu tun und das hat auch mit deiner Arbeit, steht in Verbindung. 25. Juli ist Halbmond im Fische, wieder Spannung im Reisen oder kommt eine Nachricht von Ausland und das bringt Unruhe oder hier handelt es sich auch um dein Glauben, auch um deine Gefühle und du verlierst die Orientierung und glaubst nicht mehr daran in diesem Tag. August 2019 Sonne und Venus, aber auch Mars ist hier im Krebs. Mars-Venus hat mit Liebe was zu tun, das sind Liebespaar, Mars und Venus. Und das ist auch dein Monatsthema. Merkur ist in den Zwillingen, rückläufig, also kehrt er zurück. Im Zwillingen sei eher zurückhaltend, was die Handlungen und Gespräche betrifft. Sei eher geheimnisvoll, kann auch bedeuten, dass du Geheimnisse erfährst oder jemand meldet sich von Vergangenheit und das ist für dich so geheimnisvoll oder karmisch. Hier in diesem Bereich haben wir auch karmische Themen. 12. August wird Jupiter direktläufig, das heißt, hier vermehrt sich etwas, nimmt etwas zu, hast du mehr Chancen, mehr Möglichkeiten und kannst das Leben genießen. Das ist auch Lebensfreude. 12. August ist Uranus rückläufig. Uranus ist hier, hat einen Einfluss auf deine Berufung. Und diese Rückläufigkeit bedeutet, das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Überlege das nochmal, vielleicht kommt etwas Besseres. Oder überlege nochmal, welche Ziele hast du, wie erreichst du deine Ziele? 1. August ist Neumond im Krebs, sei eher zurückhaltend. 7. August ist Halbmond im Waage, das ist Spannung, kann auch bedeuten, dass rundherum sind alle hektisch, dann ist gut zu Hause bleiben, zurückhaltend sein. Möglich ist auch, dass du Spannung hast in Wohnsituation oder kleine Reparatur. 15. August ist Vollmond im Steinbock, Thema Partnerschaft wird beleuchtet. 23. August ist Halbmond im Widder, hier im Spitze des Horoskopes. Das kann auslösen, dass du das Gefühl hast, dass du nicht wirklich wahrgenommen bist oder jemand hat dich übersehen. Oder musst du dich neu orientieren beruflich, Unsicherheit. 30. August ist Neumond im Löwe. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit über deine Werte, über Finanzen und wird dieser Neumond mit Regulus bestrahlt. Das ist der königliche Stern, der Herz der Löwe, hat auch mit Herzensangelegenheiten was zu tun. September Sonne, Merkur, Mars und Venus ist alles im Löwe. Ganz viel Energie fließt hier im Löwe. Bei Löwenenergie handelt es sich um deine Selbstdarstellung. Bei Mars und Venus kann auch die Liebe Partnerschaft sein. Und dann die Werte, Wertschätzung und auch die Finanzen wird hier aktiviert. 19. September wird Saturn direktläufig, ändert sich die Richtung. Saturn hat einen Einfluss auf unserem Schicksal, also das ist ein wichtiger Tag. Und hier ändert sich bei dir etwas beruflich. 6. September ist Halbmond in Skorpion, das ist Spannung, Unsicherheit. Thema ist Kinder, Lebensfreude oder Erinnerungen an deine Kindheit und das
macht dich ein bisschen unsicher. 14. September ist Vollmond im Wassermann, beleuchtet Themen, was sollst du loslassen, was sollst du verändern, welche Erneuerungsprozesse hast oder erbschaftliche Themen. 22. September ist Halbmond im Stier, Spannung mit Freunden oder hast du Wünsche und du zweifelst daran. 28. September ist Neumond im Löwe, halte das Geld zurück und sei nachdenklich über Werten. Oktober, Sonne, Mars, Venus ist im Jungfrau. Das ist natürlich auch Jungfrau-Thema, etwas in Ordnung zu bringen, bei Mars-Venus-Energie ist auch die Liebe, das ist die Liebespaar Mars und Venus. Das kann auch kleinere Veränderungen hervorrufen oder eine kleine Reise oder eine Reise in Umgebung, also Innenland. Und hier handelt es sich auch um Lernen, das ist die Schule des Lebens. Hier im dritten Lebensbereich ist die Schule des Lebens, hier etwas in Ordnung zu bringen, bereinigen. Und mit Mars, Venus kann das wirklich um die Liebe handeln. Merkur befindet sich im Waage. Das kann bedeuten, dass du einen Vertrag unterschreibst und das hat mit Einrichtung was zu tun oder mit deiner Wohnsituation was zu tun. Kann auch bedeuten, dass du gründest etwas und da brauchst du die Verträge oder ziehst du dich zurück bis zu Hause, lernst du etwas oder liest du ein Buch, kann auch bedeuten. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, Spannung in die Arbeit. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen, wird Thema Reisen, Spiritualität beleuchtet oder dein Glaubenssätze, woran glaubst du? 21. Oktober ist Halbmond im Zwillingen, das ist Spannung, also es ist wichtig und besser zurückziehen, zurückhaltend zu sein, die Ruhe bewahren. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau, das ist die Nachdenklichkeit über etwas, was du lernen sollst oder wie kannst du dich behaupten gegen Konkurrenten, Rivalinnen oder wie kannst du anderen überzeugen und die Verwandten, was du vorhast. November. Mars ist im Jungfrau, also hier ist wichtig, dass du dich da durchsetzen kannst gegen Konkurrenten oder hast du eine Begegnung mit einer männlichen Person und das ist von Bekanntenkreis, Nachbarschaft oder Verwandten. Sonne ist im Waage, Monatsthema ist die Waage-Themen wie Gerechtigkeit, Partnerschaft, inneren Gleichgewicht, Harmonie, Kunst, Kreativität und deine Wohnsituation. Merkur und Venus ist im Skorpion. Bei Merkur-Energie handelt es sich um Kontakten, Kommunikation, Handlungen, Verbindungen. Bei Venus um die Liebe, Partnerschaft. Das ist auch die Lebensfreude. Oder Merkur steht auch für Kinder und Jugend und Venus ist ein Mädchen, das damit ein junges Mädchen in Verbindung bist, Kontakte hast. Oder lebst du deine Kreativität und da kommen die Handlungen und das ist deine schöpferische Energie. Möglich ist es auch, dass du zurückdenkst an deine eigenen Kindheit und Jugend und hat das auch mit deiner Weiblichkeit oder dein Aussehen auch was zu tun? Oder Kontakt mit einer Frau, wo du von Jugend, von deiner Kindheit schon kennst. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November wird Merkur direktläufig. Ab 28. November ist dann Neptun direktläufig.
ändert sich hier die Richtung. All das, was du wünschst, was du vorstellst, geht in Erfüllung, kommt in Bewegung, dreht sich die Richtung, vorausgesetzt ist, dass du das auch glaubst. 4. November ist Halbmond im Steinbock, Unsicherheit, was die Partnerschaft betrifft. 12. November ist Vollmond im Widder, beleuchtet Thema Zielsetzung oder Berufung. 19. November ist Halbmond im Krebs, eine Unsicherheit oder kommen Einflüsse von außen, was dich nervt oder unsicher macht. 26. November ist Neumond im Waage, das ist Nachdenklichkeit über die Wohnsituation oder Zurückziehen in deinen vier Wänden. Dezember. Mars und Merkur ist im Waage. Das kann Gespräche sein mit einer männlichen Person oder ein Vertrag und das hat mit deiner Wohnsituation was zu tun. Sonne ist im Skorpion, Monatsthema ist Kinder, inneren Kind, schöpferische Kraft, Lebensfreude. Und Jupiter, Venus, ist im Schütze. Jupiter bleibt ganzes Jahr hier im Schütze und aktiviert den Bereich Arbeit. Und da hast du die Chancen, Möglichkeiten beruflich verbessern. Venus unterstützt dich dabei oder hast du im beruflichen Umfeld Kontakt mit einer Frau oder lebst du deine Kreativität. Möglich ist auch Selbstständigkeit, weil Venus steht auch für Selbstständigkeit. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann. Und das ist schwierig, loslassen oder von etwas verabschieden. Man neigt dazu, etwas festzuhalten. Kann auch Unklarheiten sein mit Ämtern, besonders wenn das um Finanzen geht. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Dieser Vollmond beleuchtet Themen Partnerschaft oder deine Wünsche oder Besitz. Besitz und Finanzen. Das ist Stierenergie. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. Das ist hier eine gewisse Spannung, was die Werte betrifft. Entweder bekommst du keine Wertschätzung, jemand verletzt dich, oder sollst du auf die Geld achten in diesem Tag, nichts kaufen, nichts investieren. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Rückzug, Nachdenklichkeit über deine berufliche Situation. Januar 2020. Mars ist in Skorpion. Das kann bedeuten, dass eine männliche Person schenkt dir Lebensfreude. Oft bedeutet das auch Intimität. Oder hast du die Kraft, dich zu verwirklichen und lebst diese schöpferische Energie und bringst etwas in Gestalt. Sonne, Merkur ist im Schütze. Monatsthema ist die Arbeit und Gesundheit und hier hast du Gespräche oder Termine. Das kann Vorstellungsgespräch sein, Arbeitsvertrag oder Arzttermin. Venus ist im Steinbock und aktiviert dieser Liebesplanet, die Thema Liebe, Partnerschaft. Februar 2020. Sonne ist im Steinbock, Monatsthema ist Liebe, Partnerschaft oder Zielerreichung üben Geduld und Ausdauer. Das ist Steinbock-Thema. Und
Venus, Merkur ist im Wassermann. Und das kann bedeuten, hier Thema Sexualität gehört auch zum achten Lebensbereich oder eine Wandlung. Und das ist die Venus-Energie, entweder in die Liebe oder du veränderst dein Aussehen oder hast du Termine im Ämtern oder eine erbschaftliche Situation. Die Venus-Energie begünstigt das, das bringst du in Harmonie oder hast du Glück. März 2020, Pluto und Saturn verlässt die Schütze und übergeht im Steinbock und sie bleiben ziemlich lang im Steinbock und aktiviert bei dir Thema Partnerschaft. Venus ist im Widder, das zeigt deine Kreativität oder dass du wahrgenommen bist als Frau und bekommst du Kompliment. Stehst im Mittelpunkt, in Öffentlichkeit und Sonne Merkur ist im Wassermann. Monatsthema ist hier Veränderungen oder Loslassen oder Ämtern. April 2020, Venus übergeht im Stier. Das kann Kontakt sein mit einer Freundin oder einer Gruppe mit Menschen und das hat mit Kreativität was zu tun. Oder dein Wunsch ist die Liebe, Partnerschaft, Leben. Mars ist im Steinbock. Im März war hier im Schütze, das habe ich übersprungen. Und Sonne Merkur ist in Fischen. Monatsthema ist Reise, Bildung, Spiritualität. Und hier die Mars-Energie, eine männliche Person, und das hat einen großen Einfluss auf dein Liebesleben. Entweder kehrt jemand zurück. Oder befestigt sich etwas in die Liebe, Partnerschaft oder kennenlernst du jemand. Liebe Eliada, so könnte ich dein Jahreshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.